Umfassend möchte ich Sie erinnern und an alles das bitte ich Sie während des ganzen Kurses immer wieder nachzudenken. Was Sie hier erfasst und erkannt haben, gibt Ihnen eine leichte Möglichkeit, es auch in die Praxis umzusetzen. Das zieht sich durch den ganzen Kurs und ich werde Sie immer wieder darauf hinweisen. Was Sie bewusst erlernen, sitzt bei Ihnen im Archiv Ihres Kopfes drin und wird Ihnen von einem kleinen Archivar, der in Ihrem Köpfchen sitzt, in dem Moment präsentiert, wenn Sie es brauchen. Wenn Sie unaufmerksam oder liederlich denken und liederlich arbeiten und nicht aufpassen, dann kommen Sie in eine Rumpelkammer und finden sich eines Tages nicht mehr heraus. Das klingt komisch, aber es ist so. Ich werde es Ihnen zeigen, ich werde es Ihnen beweisen. Ich werde es Ihnen damit beweisen, dass diese oder jene Reiterin oder Reiter, die bisher vielleicht Mühe gehabt hat, über dieses oder jenes zu reiten, zu springen, sei es im Gelände, sei es über Hindernisse, dass sie nach 3 Tagen sagt, der Bann ist gebrochen, es geht. Es geht, weil es hier absolut klar ist. Weil dann der ganze Organismus des menschlichen Lebens, auch des tierischen Lebens natürlich, für das Pferd gilt dasselbe im minderen Sinne, weil es dann in Bahnen gelenkt wird durch die Vernunft. Wer mit Vernunft arbeitet, wird auch ein vernünftiges Ergebnis haben. Wer denkt, Fleiß, 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 nichts als Fleiß, machen, 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 nichts als machen, üben, 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 nichts als üben, reiten, 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 nichts als reiten, das stimmt nicht. Das können Sie machen bis noch 5 Jahre lang, wird auch nichts draus. Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie machen wollen. Und so werden Sie den ganzen Kursus, wir werden dann vor allen Dingen, heute Nachmittag ist der wichtigste Tag überhaupt im ganzen Kursus, der Rhythmustag. Wenn Sie diesen Rhythmustag überstanden haben, sind Sie in Ihrer Ausbildung normalerweise schon um 2 Jahre vor allen anderen, die das nicht gemacht haben. Das weiß ich. Sie werden das erleben. Nun also, das ist alles die Psyche und auch das Nervensystem eines Lebewesens. Jetzt habe ich vom Menschen gesprochen. So weit entfernt ist das Pferd gar nicht vom Menschen. Es ist nur anders programmiert von der Natur. Der Mensch ist eben anders. Sie wissen ja, wofür wollen wir diesen Ausflug gar nicht machen. Deswegen hat ja der Mensch auch die Vernunft. Und die das Pferd nicht hat, das Pferd hat dafür Verstand. Manchmal sogar viel mehr Verstand als der Mensch. Nur eins hat es nicht, Vernunft. Und darauf kommen wir dann ganz genau zu sprechen. Vernunft beinhaltet abstraktes Denken, Folgen, Urteilen, Schlüsse ziehen, Pläne machen, Notizen machen, mit diesen Notizen vielleicht Konstruktionen machen, ein Flugzeug erfinden, ein Auto erfinden. Das alles ist nur mit Vernunft möglich. Der Verstand reicht bis dahin nicht. Tiere haben aber enormen Verstand, meist besser als der Mensch, weil Verstand etwas ganz anderes beinhaltet. Nicht das, was ich eben über Vernunft gesagt habe, sondern Verstand bedeutet, mit den Situationen des Lebens fertig werden, um zu überleben. Und da hat das Tier bei Weitem mehr Verstand. Ein Tier wird, vor allen Dingen in der freien Wildbahn, wenn es noch nicht zivilisiert ist, wird nicht irgendwelches Zeug fressen, womit sie sich vergiften. Was der Mensch ohne weiteres tun würde. Ja? Ein Tier wird nicht irgendetwas tun, wobei es dann zugrunde gehen könnte in der Zukunft. Der Mensch tut das, weil der Verstand bei ihm gar nicht bis dorthin reicht. Trotzdem er die Vernunft hat, die abstrakt denken kann. Das sind 2 Paar Schuhe. Sie können niemals sagen, Verstand ist das gleiche wie Vernunft. Nein, nein, nein. Tiere und damit unser Pferd hat bei weitem mehr Verstand, das werden wir lernen jetzt in diesen 2 Tagen, wir werden die Pferde beobachten, als der Mensch in der Relation. Nur Vernunft hat es nicht. Und jetzt der Hauptsatz zur Definition
Vernunft ist nur existent durch die Sprache und die Schrift. Wenn Sie nicht sprechen können und das notieren können, was Sie weitergeben wollen an andere Menschen, also nicht schreiben können, wenn Sie nicht sprechen und nicht schreiben können, sind Sie unvernünftig. Das heißt, Sie haben nicht die Möglichkeit, die Fähigkeit der Vernunft, weil die Vernunft nur durch die Sprache möglich ist. Abstrakte Dinge sind nur durch die Sprache kenntlich zu machen. Weil Sie die Sachen, abstrakte Sachen können Sie nicht angreifen. Wenn ich jetzt von der Tasse Tee spreche, dann kann ich die angreifen. Das kann ich mit dem Verstand erfassen. Aber aus dem Tee erkennen, dass dieser Tee, den ich jetzt trinke, dass das Blätter sind, die gewachsen sind in Darjeeling-Hochland beispielsweise oder in Assam, dass die gesammelt worden sind, dass die dann die Teeblätter gegeben, die dann getrocknet werden, die dann in gut verpackt, damit sie nicht ausreichen, in den Handel kommen. Dazu gehört Vernunft, das konstruieren zu können durch die abstrakte Wissenschaft. Und zu wissen, wo das überhaupt ist. Sie können die Karte nehmen, können suchen, wo ist Indien, wo ist Assam, aha, da kommt der Tee her. Das kann nur der Mensch, das kann kein Tier, das ist Vernunft. Aber, dass diese Tasse, wenn ich sie unvorsichtig anfasse und sie kommt gerade vom Ofen, heiß ist, das zu lernen, ist ein Tier imstande. Das ist der Verstand. Das ist der Verstand. Ein Affe, mit dem Sie Tee getrunken haben, mit dem Sie zusammen gelebt haben, der wird, wenn Sie ihm eine Tasse Tee anbieten, der wird zum ersten Mal hinfassen, weil er es nachmacht und will und verbrennt sich die Finger. Beim zweiten Mal, der verbrennt sich nie wieder die Finger, der Affe. Der macht dann erstmal so und wenn er sieht, es ist nicht mehr heiß, dann greift er hin. Sehen Sie, der Affe arbeitet mit dem Verstand, weil es ein Objekt ist, mit dem er umgeht. Pferd, ein Hindernis, mit dem er in Zukunft umgehen kann. Eine Bodenwelle, ein Bergauf, ein Bergab für Pferde, die sie reiten müssen. Das sind Sachen, die sind mit dem Verstand erreichbar. Ein Bewegungsablauf, um über diese Dinge da hinwegzukommen, möglichst heil und möglichst gesund, ist eine Verstandesarbeit, keine Vernunftarbeit. Ein Tier aber dahin zu bekommen, dass ich seinen hohen Verstand, wie gesagt, meist höher als der menschliche Verstand, dazu bringe, dass er mit der Situation umzugehen versteht, die ich ihm biete, die nicht mehr der freien Wildbahn entspricht. Denn wenn ich ihm einen Sattel draufschnalle, mich selber draufsetze und dann über Hindernisse will, entspricht das ja nicht mehr der Naturgegebenheit. Nicht? Das ist ja für das Pferd Neuland. Dieses Neuland, was außerhalb seiner mitgegebenen Lebensmöglichkeiten liegt. Also das Zivilisiertwerden des Pferdes unter dem Menschen. Das muss ich dem Pferd nahe bringen. Da kann ich nicht verlangen, dass er das sofort versteht, weil er ja keine Vernunft hat. Er hat Verstand. Also muss ich ihm mit der Situation so bekannt machen, dass die Situation ihn belehrt, wie den Affen das heiße Teeglas. Aus dieser Belehrung entwickelt sich der Verstand und von morgen an packt er nicht mehr hin. Und das werden wir mit Pferden sehen. Wenn ein Pferd vernünftig vom Menschen gearbeitet wird, wird sein Verstand unser bester Gehilfe sein. Jetzt ist also die Psyche da und jetzt heißt es sich, wie wird die Psyche entwickelt? Die Psyche entwickelt sich bei jedem Lebewesen entsprechend seiner Lebensart. Die Lebensart des Pferdes ist ja ursprünglich das Wildpferd gewesen. Unter Wildpferden sehen wir heute noch einige, die da in Dülmen, die Dülmener Wildpferde, und dann noch in einigen Reservaten und natürlich die Zebras, die ja auch zur Familie Pferd gehören, in Afrika und in dem Reservat der Serengeti. Die gehören zur Familie Pferd.
Dort können Sie die Psyche des Pferdes in der Wildnis studieren. Ja, für was ist für dieses Tier, für dieses spezifische Tier wichtig? Es ist natürlich eine ganze Lebensart und Auffassung, eine ganze seelische Reaktion wichtig für ein Pferd, ganz anders als für einen Leoparden, ja? Oder einen Löwen. Und ein krasses Tier, auch Hund, auch ein Rindvieh, auch sonst was, auch ein Mensch, ein Affe. Seine ganze Lebensart muss anders, verstandesmäßig, einmal und zum anderen auch seelisch aufgebaut sein. Deshalb muss die Psyche eines Pferdes, weil es, das haben wir gestern schon besprochen, ein waffenloser, friedliebender Pflanzenfresser ist, mit typischem Herdencharakter und infolgedessen ein fliehendes Fluchttier ist, wenn Gefahr droht, läuft es aus diesen Gesichtspunkten dann rein seelisch gesteuert. Es wird also seelisch, das können wir jetzt menschlich ruhig betrachten, sehr empfindlich sein müssen. Wenn ein Pferd in dieser Art, in der es also geplant ist von der Natur, seelisch stur und stupid wäre, wie ein Büffel, würde es sehr schnell zugrunde gehen. Weil diese Sensibilität des Seelenlebens eines Pferdes, die einzige Rettung ist, sofort die Flucht anzugreifen, wenn die Gefahr auftaucht. Und dass diese seelische Alarm durch ein System in Betrieb gesetzt werden muss, ist logisch, dass das Nervensystem. Und jetzt haben wir den Kontakt zwischen der Psyche und dem Nerven. Alles in diesem Leben ist bipolar, das heißt, wir leben auf dieser Erde unter den Gesetzen von wie oben so unten, wie innen so außen, plus, minus, hell, dunkel, Mann, Frau. Wo Sie hingreifen, finden Sie die Bipolarität. Immer. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen schwarz und weiß und hell und dunkel, Mann und Frau plus und minus, kalt und warm und so weiter und so weiter, haben Sie die ganze große Skala der Abschwächung zum Kalten oder zum Warmen, zum Hellen oder zum Dunkeln. Ist das bis hierher verständlich? Können Sie mir folgen, ja? Diese große Skala also, wenn einer sagt, ich kenne nur schwarz und nur weiß, ich kenne nur gut und nur böse, das ist ein armer Mensch, weil der noch nicht denken gelernt hat, weil der noch nicht beobachten gelernt hat. Dazwischen gibt es unzählige Schattierungen und Abstufungen, in denen wir uns befinden. Und ebenso geht es dem Pferd. Dieses Pferd nun mit dem Menschenleben auf einmal vertraut zu machen, nachdem es nicht mehr Zebra in das RGD ist oder nicht mehr Wildpferd in Dülmen ist, sondern nun von uns als ein gezüchtetes Pferd für unseren menschlichen Betrieb, früher im Krieg, heute im Sport, einen Sattel um den Bauch geschnallt kriegt, ein Mensch sich draufsetzt und dies und jenes, das ist natürlich in dem Pferd gar nicht vorprogrammiert. Dort muss ich erst die Möglichkeit schaffen, anzukommen. Ehe ich den Draht nicht habe, ehe ich den Telefondraht zum Pferd nicht habe, über seine Psyche und über sein Nervensystem, was mir dann die Alarmsignale in die Muskeln gibt, durch das Rückgrat, durch das Nervenkabel, was durch das Rückgrat von den Extremitäten bis ins Hirn hineinläuft. Ehe ich dieses Telefonsystem, diese Vertratung, Vernetzung des seelischen Lebens mit dem nervlichen Leben zu dem praktischen Bewegungsapparat habe, ehe ich dieses Telefonnetz nicht in Ordnung habe, kann ich nicht erwarten, dass etwas Gutes herauskommt. Doch logisch, oder? Ich kann nicht an einem Apparat arbeiten, der einfach wie ein Hampelmann zappelt, nicht? Wo ich unten dran ziehe und der macht dann so, nicht? So kann ich nicht Pferde arbeiten. Im Endeffekt geht es nicht.
Es ruiniert das Lebewesen. Es kommt in dem, was ich gestern Abend sagte in dem Vortrag, es kommt zum chronischen Stress. Und am chronischen Stress gehen unsere Pferde heute alle kaputt. Und da müssen wir wieder an die Psyche gehen. Wie reagiert die Psyche eines Pferdes? Sie reagiert natürlich artgerecht. Ein Pferd wird immer von seinen Urahnen her Unbewusstes in sich tragen, genau wie der Mensch. Und das ist die Gefahr. Wenn wir die jetzt hochholen aus der Tiefe, dann kriegen wir die Sachen, die wir gestern besprochen haben, diese Rohheiten mit Pferden. Dort tritt die Aggression in Erscheinung, die ursprünglich eine lebenserhaltende Angelegenheit war. Gut, nun zum Pferd, zum Seelen. Das Pferd ist also, ich wiederhole es nicht mehr, es hängt ihn zu den Ohren raus, wohin es gehört, es ist also ein friedliebender Pflanzenfresser etc. etc. Es fliegt. Es wird also in dem Moment, wo es Not, Angst und Gefahr empfindet, davonrennen. Es wird zunächst heftig werden, es wird dem Pferd die Hand nehmen, der Reiter wird sagen, oh, jetzt haut er mir aber ab. Das ist der Anfang. Das ist einfach der Urinstinkt des Pferdes, rette dich vor einer Not. Das kann eine wirkliche Gefahr sein, das kann auch eine eingebildete Gefahr sein, das ist egal. Auch ein Mensch rennt von einer eingebildeten Gefahr davon, wenn er in irgendein dunkles Haus kommt und denkt, er hat ein Gespenst gesehen, es ist gar keins, rennt auch davon. Nicht? Ja, in diesem Fall. Nun ist es so, dass also die Tiere und die Menschen haben drei Möglichkeiten in Angst, Not und Gefahr. Die drei Möglichkeiten sind die kämpfen, fliehen, totstellen. Der Mensch gehört zu denen, der entweder kämpft oder flieht. Und totstellen nur dann, wenn er seine Vernunft einschaltet. Aber das besprechen wir jetzt mal nicht. Aber typische Todsteller sind zum Beispiel alle Igel. Die Igel wissen, am besten ist es, außerdem bin ich bewaffnet, wenn ich mich einen Igel wünsche. Andere Tiere stellen sich sofort tot, wenn sie kommen. Und Hasen. Hasen stellen sich zunächst einmal tot, ehe sie fliehen. Man sagt ja, weil sie Mimikrie haben, weil sie also eine Schutzfärbung haben und weil sie wissen, die wissen es gar nicht. Einen Dreck wissen sie, sondern es ist von der Natur anerzogen, dass sie durch Todstellen am schnellsten und sichersten dem sicheren Tod entgehen. Und erst wenn es dann nicht mehr reicht, dann fangen sie an, wie die Verrückten zu rennen und Haken zu schlagen, damit sie nicht rüsten. Das ist der Hase. Beim Pferd ist es nun auch so. Beim Pferd ist es so, Pferd wird sich niemals totstellen, weil es sich nicht totstellen kann. Weil irgendein Todstellen es niemals retten könnte. Im Gegenteil. Es würde, wenn er sich totstellt, würde er sofort von dem Leoparden oder von dem Löwenpaar, würde er sofort erwischt. Oder irgendeinem anderen Raubtier. Oder vom Menschen. Also totstellen ist beim Pferd nicht drin. Aber es ist fliehen drin, weil das ihm angegeben ist. Pferd ist ein Fluchttier. Reden wir nicht mehr drüber, bekannt. Und jetzt sagen Sie, warum er kämpft aber auch. Nein, ein Pferd kämpft grundsätzlich nicht. Ein Pferd kämpft dann, wenn keine Flucht mehr zu helfen scheint. Wenn Sie ein Pferd hier in dieses Zimmer, also nehmen wir mal an, das ist ein großer Käfig, eine große Box, wenn Sie ein Pferd hier hineinjagen und treiben ihn in die Ecke und tyrannisieren es mit der Peitsche, dann wird es natürlich wissen, ich kann nicht mehr weg. Dann dreht es sich um und keilt, was drin ist. Nur weil es nicht mehr weg kann. Und wenn Sie in die Nähe gehen, weil Sie ein mutiger Mensch sind, weil Sie auch ein paar Boxschläge vielleicht ertragen und das Pferd keine Eisen hat, dann wird er sich helfen oder beißen. Das lernt er alles dadurch, wenn er nicht mehr fliehen kann. Bis dahin ist ein Pferd ein waffenloses Geschöpf. Erst wenn es hoffnungslos ist, greift es zu der Waffe der Hufe oder zum Gebiss. Wir wissen also, dass wenn ein Pferd heftig wird und mir in die Hand geht, dass er vor irgendetwas Angst hat. Vor wem hat er Angst? Na, vor mir. Vor mir hat er Angst. Er fühlt sich festgehalten. Wenn ein Fluchttier sich festgehalten fühlt, ist ihm das zunächst unsympathisch.
Und wenn ich dieses Festhalten übertreibe und anfange, ihn zu bremsen, dann wird es ihm nicht nur unangenehm, sondern dann bekommt er eine gewisse Angst, eine Not in seinem Seelenleben. Also wird er heftig, also haut er ab. Wir merken uns, Pferde werden heftig, wenn man sie festhält. Weil es ein Fluchttier ist und weil es weg muss. Wir werden das erleben, dass die Pferde, die heftig sind in dem Moment, wo sie ihm vorsichtig, das machen wir alles noch mal, die Zügel weglegen, werden sie ruhig. Vorausgesetzt, dass sie im leichten Sitz reiten. Denn wenn sie im Dressursitz reiten, wirken sie treibend, wirken belastend auf die Rückenwirbelbrücke an der empfindlichsten Stelle. Rückkopplung jetzt zur Anatomie. Haben Sie den Anschluss? Ja. Wenn ich in der schwächsten Stelle des Rückens sitze, belaste ich den Rücken an einer Stelle, der empfindlichste ist. Wenn ich mich da sitzen bleibe und von dort auch noch vom Ziehen bremsend einsetze, um das Pferd zu bremsen, dann rennt er wie ein Verrückter erst recht in die Hand. Weil seine Not, seine seelische Not steigt. Ich muss ihm die seelische Not nehmen, indem ich ihm eben sage, du brauchst nicht zu fliehen, es ist kein Grund zum Fliehen da. Es läuft auf dem Sensitiven, das ist der empfindsame Weg, und auf dem motorischen Weg. Jetzt kommt mein Beispiel mit dem lebhaften Gespräch, ohne darauf zu achten, dass ich in einen Kaktus greife. Ich unterhalte mich mit ihm und währenddessen stütze ich ihn und fahre sofort zurück. Was geschieht? Dieses Hineingreifen des Mittelfingers in den Dorn des Kaktus gibt einen Schmerz im Nervensystem. Das Nervensystem auf dem sensitiven Weg, das heißt den empfindsamen Weg, meldet es von da bis ins Hirn und blitzartig auf dem motorischen Weg zurück zu dem Finger, zieh ihn weg. Das eine ist die Meldung, das andere ist der Befehl zur Abstellung dieses Schmerzes. Das geht so wahnsinnig schnell, wie eben das Wegziehen des Fingers geht. Da ist die Sache darauf und darunter gelaufen. Ja, das geht also mit, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemessen, aber wahrscheinlich mit Lichtgeschwindigkeit oder mit noch höherer Lichtgeschwindigkeit. Nun können Sie das zentrale Nervensystem, müssen Sie wissen, das müssen Sie wissen, können Sie beeinflussen, durch Narkose. Das hat man vor 150, 160 Jahren noch nicht gekannt. Da war also doch eine Operation, war schon eine Folterkammer. Ne? Ja? Und die beste Narkose war immer noch damals der Holzhammer. Hau ihm einen auf den Kopf, dass er nicht tot ist, aber dass er zunächst mal blem-blem ist. Und währenddessen operierst du, damit er das nicht spürt. Ja, so war das, nicht? Und dann war also die Erfindung der Narkose da schließlich. Und zwar konnte man örtlich narkotisieren, man konnte auch total Vollnarkose geben auf dem Operationstisch. Jetzt kommt wieder das Ineinanderspielen des ganzen Lebens in Frage. Wenn jetzt ein Narkosearzt eine Vollnarkose gibt für eine schwierige Operation, die sagen wir mal 2-3 Stunden dauert, dann hat er so und so viele Apparate, die er beobachtet. Wenn der schläft, das heißt, wenn er liederlich ist, kann es passieren, dass, wie man so schön sagt, die Operation brillant gelungen ist und der Patient ist tot. Warum? Weil der Narkosearzt nicht aufgepasst hat, weil er nämlich nicht nur das zentrale Nervensystem stillgelegt hat, schmerzfrei gemacht hat, sondern weil er durch Nichtbeachtung auch das vegetative Nervensystem außer Betrieb gesetzt hat. Nehmen Sie es nicht zu tragisch, wenn es im Moment bei Ihnen noch wirr durcheinander geht.
Sie werden Folgendes erleben. Alles, was Sie hier gehört haben und auch vielleicht gelesen haben, ist bei Ihnen angekommen im Gehirn. Und was angekommen ist, ist dort registriert. Es ist nur im Moment noch nicht abrufbar. Auf einmal ist es abrufbar und auf einmal haben Sie es. Es ist nichts, das, was Sie heute gehört oder gelesen haben, ist nicht umsonst gehört und ist jedes Ach und Wehgeschrei unnötig. Es ist da. Und wenn es nur schemenhaft da ist, Sie haben es zur Verfügung in der Zukunft. Wir werden ab und zu drauf. Ich werde Ihnen manchmal heute und morgen während der Zeit sagen, wenn ein Pferd in Erregung gerät, diese Erregung kann freudiger Natur sein, es kann auch ängstlicher Natur sein. Es kann eine gewisse, oh Gott, Position des Pferdes sein. Es kann aber auch eine gewisse Freude sein des Pferdes. In beiden Situationen werden Sie Folgendes erleben. Auf einmal macht das so. Der Zabel geht hoch und da hinten fallen die Äpfel raus. Das vegetative Nervensystem äußert sich über den Darm. Äußert sich über den Darm entweder als Angst oder als Freude. Wir sagen ja auch bei Menschen, Menschenskindern, da habe ich mich so gefreut, habe ich mir die Hose gemacht. Ja, das gibt es. Und umgekehrt, oh Gott, und dann habe ich wieder so einen Schreck gekriegt, habe ich die Hose gemacht. Das ist das Vegetative, können Sie nichts dagegen machen. Denn das vegetative Nervensystem ist was? Hier, sie hat es aufgeschrieben. Was ist das vegetative Nervensystem? Nein. Autonom. Können Sie nichts dagegen machen. Sie können es nicht beeinflussen. Nicht? Sie können Ihren Darm nicht beeinflussen, können sagen, stopp, it now, das geht nicht, der reagiert nicht, der macht das schon. Ja. Das ist das Vegetative. Wir stellen jetzt eine Gedankenbrücke her zwischen gestern anatomische Betrachtungen und heute Psychologie und Innovation. Dabei schauen wir uns einige Lichtbilder an, damit wir auch einmal die Augen schulen an einigen Dingen, die gestern besprochen worden sind und die in das Nervliche hineinreichen, was heute zur Debatte steht. Wir wollen also mal das erste Bild hineinschieben. Und zwar ist das der sehr berühmte Oberst von Syr, ein schwedischer Offizier, der zwei Olympiaden hintereinander, zwei Olympiaden hintereinander bedeutet vier Jahre Zwischenraum, das wissen Sie, mit zwei unterschiedlichen Pferden, die er selbst ausgebildet hat, olympisches Gold in der Dressur gewonnen hat. Wir werden also zugeben müssen, dass dieser Mann zweifellos von Dressurreiten etwas verstand, sonst hätte er nicht zweimal olympisches Gold gewonnen. Beobachten Sie, dass er hier auf einem Pferd sitzt, mit dem er dann Gold, hier ist, das ist aus der Olympiade heraus fotografiert, hinten sitzen die ganzen Zuschauer, wie sie sehen. Er ist also mitten in der Arbeit und ist gerade dabei, aus der Piaffe in die Passage hinüberzugehen. Das Pferd ist also dressurmäßig völlig in sich geschlossen, reiterlich sagen wir, versammelt. Was heißt versammelt? Versammelt heißt, die Beine unter dem Leib im Gleichgewicht zu sammeln. Dass nicht alles extra marschiert. Dass das Pferd nicht, wie wir auch sagen, auseinandergefallen ist. Es ist also ein gesammeltes Dressurpferd. Wenn wir uns das anschauen, werden Sie feststellen, dass die meisten Reitlehrer, die heute Unterricht geben, dass die sagen, wissen Sie, ehe Sie zu mir in die Stunde kommen, machen Sie sich erstmal die Bügel länger. Jetzt fragen wir uns, wieso? Wenn der wüsste, dass das der oberste Sir ist, würde er vorsichtig mit seinen Anweisungen sein. Er würde sagen, ja wieso, warum, weshalb, machen Sie denn die Bügel relativ kurz. Das ist nicht ein kurzer Bügel im leichten Sitz, aber es ist für Dressur ein sehr, sehr kurzer Bügel. Die zweite interessante Feststellung ist die, dass dieses Pferd, was natürlich nach der Grundschule aus der Dehnungshaltung
herausgearbeitet worden ist in die Dressurhaltung. Da hat sich Folgendes ergeben. Nachdem das Pferd sich jetzt dressurmäßig aufrichtet, ist das Nackenband als Sehne weitgehend ausgeschaltet, den Rücken zu stützen. Das ist bei diesem Pferd nicht mehr nötig, weil sich im Laufe der Grundausbildung durch die Entlastung des Rückens in der Dehnungshaltung der lange Rückenmuskel, der sich von da bis hierher erstreckt und dann seitlich in den seitlichen Rückenmuskel übergeht, so gekräftigt hat, dass er nun in der Lage ist, die ganze Dressuraufgabe mit dem aufgerichteten Oberkörper des dressurmäßig sitzenden Reiters zu tragen, weil die Kraft bereits da ist. Das Nackenband ist jetzt nicht mehr nötig. Durch Stärkung der Muskulatur. Wir können auch anders sagen, was bei dem grünen Pferd, in der Ausbildung befindlichen Pferd, ganz besonders natürlich beim Gelände- und Springpferd, was nötig war, hier zu tragen, durch die Sehne zu tragen, ist jetzt möglich, durch den Muskel zu tragen. Dieser Muskel läuft vom Kreuzbein, wie Sie wissen, hier unter dem Reiter weg, unter dem Knie ungefähr des Reiters, seitlich ab, rechts und links in die lateralen Rückenmuskeln und bringt so ein geschlossenes Ganzes mit der gewaltigen muskulösen Hinterhand, sodass die muskulöse Hinterhand ihrerseits durch Untertreten diesen Rückenmuskel in eine Spannung, in eine Muskelspannung bringt, die nunmehr den Reiter und alles das tragen kann, was er noch nicht konnte, solange er diese Kräftigungsausbildung nicht hatte. Hier sehen Sie ihn in einer Galopp-Pirouette links um. Also er galoppiert um die Hinterbeine links herum in dieser Estressuraufgabe. Sehen Sie, dieser Reiter sitzt nur so. Er sitzt nicht so. Er treibt nicht sein Pferd in die Hände hinein. Er hat also nicht diese hinten drücken und vorne gegenhalten Methodik in seiner Arbeit, sondern er tanzt sein Pferd dressurmäßig in dieser lockeren Haltung mit denselben relativ kurzen Bügeln und dreht sein Pferd aus der Hüfte. Er tanzt mit dem Pferd und seine Zügel sind fast ohne Kontakt. Er hat gerade das Zügelgewicht in der Hand und bringt sein Pferd nicht mit den Händen in die Dressurhaltung. Das ist erstklassige, wirkliche Dressur. Und das ist kommentiert worden, ich habe den Ton leider nicht, ist kommentiert worden als ein ganz hervorragender Sitz. Sehen Sie, da haben Sie die sogenannte vorgeschobene Hüfte, Sie haben hier die Hände in der Luft, Sie haben hier den Bein mit dem Sporn da hinten, der holt nun sein Pferd an. Sehen Sie, das ist eine Karikatur, eine miese Karikatur wirklich klassischer Dressur. Und das wird heute durch den Lautsprecher dem Publikum vorgeführt als erstklassiger Sitz. Und alles das läuft auf der rein körperlichen Seite. Und das ist die seelische Seite, schematisch. Und hier sind diese beiden Zeichen, das heißt hin wie her. Eins spielt ins andere hinein. Wenn das eine nicht funktioniert, wenn hier irgendwie ein Defekt entsteht, wird er sich dort äußern. Wenn hier ein Defekt entsteht, wird er sich da äußern. Es wird irgendwelche Differenzen geben, wenn das nicht in eine gesunde, ausbildungsmäßige Waagschale gerät. Dann sehen Sie außen hier, sehen Sie zwei Durchgänge, wie zwei Brücken, eine Brücke hier, eine Brücke da. Schematisch. Um Gottes Willen nicht. Naturgemäß. Schematisch. Und da steht eigentlich, das sind die Nerven. Das Nervensystem läuft von dem Körperlichen zum Seelischen und vom Seelischen zum Körperlichen. Vom Körperlichen zum Seelischen, vom Seelischen zum Körperlichen. Hin wie her. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere nicht. Das ist das körperliche Gleichgewicht,
Das wird das seelische Gleichgewicht zur Waagschale haben auf dem Gebiet der Innervation. Denn hier steht Nerven. Hier steht wieder Nerven, Nerven, hier steht wieder Gleichgewicht, Gleichgewicht. Wird Automatismus, wird Automatismus. Es wird automatisiert, es läuft dann automatisch. Und automatisch laufen würde, was die Nerven betrifft, autonom bedeuten. Vegetatives. Und was die Muskeln betrifft, das wissen wir. Das ist das automatische Funktionieren der Muskulatur durch eine richtige Reaktion, durch also die Bildung der sogenannten Reflexbahnen. Und auf diese Reflexbahnen komme ich nach diesen Bildern. Auf dieser Seite hier haben Sie nun den Instinkt, den Verstand, der Verstand, wie der sich bildet, erkläre ich gleich, und die Vernunft im Kasten. Dieser Kasten Vernunft ist absichtlich ein Kasten. Warum? Weil er nur dem Menschen vorbehalten ist. Ich wiederhole, abstraktes Denken, Folgern, Urteilen, etc. Kann ich aufhören mit der Aufzählung? Alles das ist Vernunft. Hat nur der Mensch. Aber das Pferd hat, genau wie der Mensch, Instinkt. Instinkt ist das von der Natur mitgegebene. Ein Instinkthandlung ist zum Beispiel der Trall des Löwenbabys, was lostrappelt. Wir haben gestern darüber gesprochen. Wenn es sturheil geradeaus gehen würde, würde es in den Tod laufen, von der Mama nicht wiedergefunden werden. Da es aber die Natur Trall hat, läuft es instinktiv im Kreis oder zur Koppel. Das ist dann, dort ist die Herde ja nach wie vor geblieben. Aber der Stall kann zum Komplexbegriff einer Herde werden. Gesicht, Geruch, Gehör, Geschmack, Gefühl. Das sind die fünf Klassen Sinne. Wenn Sie sagen, nein, aber Tiere und Pferde haben auch noch mehr Sinne. Ja, ja, die haben sie, aber die wollen wir hier nicht sprechen. Zum Beispiel den Ortssinn. Pferde haben einen ausgesprochenen Ortssinn. Genauso wie manche Menschen noch einen haben. Der zivilisierte Mensch hat fast gar keinen mehr. Es kommt erst ein Reflex. Der Reflex wird sein, ich sehe das Glas, es glitzert, es sieht so aus. Der zweite wird sein, wenn, nachdem Sie es mit allen fünf Sinnen erfasst haben, nämlich durch Anfassen, Riechen, Schmecken, wissen Sie, das, was das ist, das Ding da, das Ding da. Dass das Glas heißt, lernen Sie später, wenn Sie dann Kind werden und wenn Sie erwachsenes Kind werden, lernen Sie noch bessere Begriffe. Dann kommt die Vernunft hinzu, die Vernunft, die nur durch was möglich ist, durch... Durch was ist die Vernunft nur existent? Den Verstand. Durch die Sprache. Ohne Sprache ist nichts mit Vernunft. So äußert sich dann aus dem Verstand, wird die Vernunft, die Kombination. Und da, das erste sind die Reflexe. Dann kommt die Erinnerung, dann kommt die Erfahrung, die aus der Erinnerung und dem Reflex entsteht. Dann kommt eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Ding oder jenem. Beim Kind oder beim kleinen Affen, den Sie vielleicht bei sich zu Hause haben und erziehen, der genau wie ein Kind reagiert, wird es ähnlich sein. Aus dem entsteht dann schließlich eine bestimmte Vorstellung. Aus der Vorstellung kommt dann eine Verknüpfung aller Vorstellungen, die Sie im Leben bisher gehabt haben. So dass Sie sagen, ach, das hat ja Bezug damit. Und genau genommen hängt das ja damit zusammen. Sie verknüpfen dann Vorstellungen. Aus dieser Verknüpfung kommt ein ganz gewaltiger Komplex, ein Vorstellungskomplex. So wie Sie zum Beispiel sagen, ein Haus, zwei Häuser, drei Häuser, ein Dorf, ein großes Dorf, eine Stadt, eine Kleinstadt, eine Großstadt. Das sind dann Häuserkomplexe. Weiter nichts, sind Häuserkomplexe. Aus dem einen Haus sind schließlich diese vielen geworden, schließlich die Gruppe. Wie ist New York draus geworden oder Berlin? Das ist unter dem Komplex zu verstehen. Mit diesem Verstand, der sich in Ihrem Leben begründet hat, treten Sie eigentlich in das Leben des Vernunftmenschen ein.